Maximilian Lercher, SPÖ, ist am Wort. Ja, Kollege Kasecker, wenn Sie von Diplomatie, von Vernunft reden, wenn Sie von Friedensbemühungen reden, dann haben Sie die Sozialdemokratie an Ihrer Seite, ja, weil ich glaube, alle, die Frieden wollen, das wird uns ja gemeinsam hier in diesem Haus einen. Aber ganz grundsätzlich, und deswegen wartet es noch ein bisschen, Kollegen von der ÖVP, muss ich sagen, verstehe ich überhaupt nicht, warum Sie diesen Antrag heute hier stellen, weil Sie haben ja vorher schon zugegeben, auch in Ihrem Referat, dass eigentlich die Sanktionen mit der Teuerung per se nichts zu tun haben, sondern das bedingt ein Marktversagen. Und wisst ihr, geschätzte Damen und Herren von der Freiheitlichen Partei, das ist das, was mich so stört. Ihr schiebt die Sanktionen vor und tut in der Öffentlichkeit so, als wären die alleine verantwortlich für die horrende Teuerung. Das ist ein Marktversagen. Und da täuscht ihr darüber hinweg. Und da täuscht ihr darüber hinweg. Und ihr habt eine Vermutung, warum ihr über dieses Marktversagen nicht sprechen wollt. Genauso wie ihr über die Vermögensbesteuerung nicht sprechen wollt. Weißt du, einige Burschenschafterinnen und Burschenschafter bei euch trefft, die dann gut beducht auch in die Ziehung kommen. Und da seid ihr gespalten in euren Flügen, geschätzte Freiheitliche Partei. Deswegen lenkt ihr ab. Redet lieber über Sanktionen, damit ihr nicht über das Marktversagen sprechen müsst. Und das ist die Ablenkung, die ihr hier betreibt. Und da dient ihr nicht der arbeitenden Bevölkerung, da dient ihr anderen. Und da sage ich euch ganz ehrlich, was ist denn der Kern von den Sanktionen? Da gibt es keine Sanktionen auf Gas. Der Kern der Sanktionen ist auf Waffen oder Komponenten dafür, wenn ihr Waffenlieferungen wollt. Sagt es hier. Sagt es hier, aber redet nicht abstrakt von irgendwelchen Sanktionen. Ich sage es euch ganz offen, ihr tut so, als würden die Sanktionen die Teuerung treiben und das ist falsch. Nehmen wir ein Beispiel. Serbien lehnt alle Sanktionen ab, die Inflation liegt bei 14%. Die Schweiz trägt alle Sanktionen mit, die Inflation liegt knapp über 3%. Oh, wisst ihr es nicht? Geschätzte Damen und Herren von der Freiheitlichen Partei, den Vorwurf, den ich euch mache, ist, dass ihr die Teuerung nehmt, um vom wahren Problem abzulenken, nämlich vom Marktversagen. Und das ist unredlich. Und das ist nicht im Dienste der Bevölkerung Österreichs, weil das hilft nur jenen, die jetzt schon genug haben. Und das ist die alte Regel, die ihr letztlich dann immer betreibt, auch wenn ihr in Verantwortung seid. Das hat euch die Julia Herr ausgerichtet und ich werde es heute wiederholen. Nach oben buckeln und nach unten treten, weil ihr letztlich nicht bereit seid, dorthin zu schauen, wo wir wirklich was ändern müssen, nämlich in unserem wirtschaftlichen System. Ja.